So, weiter geht's heute mit dem Bundesligaspiel und das heißt der erste Gegner Köln. Los geht's. Spieltag Nummer 10. Wir wollen diesen dritten Platz verteidigen. So, kurz mal in die Pressekonferenz gehen, noch schnell. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. So. Ich wollte gerade sagen, wenn man ehrlich ist, wir kümmern uns um unser eigenes Ding und nicht um wen anders. Die Pressekonferenz ist damit beendet. Bis zum nächsten Mal. So. Na gut, gehen wir rein ins Spiel. Jetzt brauche ich nicht rumrotieren. Jetzt haben wir. Also auf zwei Positionen muss ich mich ein bisschen verändern. Richter rutscht jetzt mal auf die andere Seite. Krüger ist auch noch nicht ganz fit. Oh, Scheiße. Na, nach dem Pokal würde ich gerne ein bisschen nochmal durchrotieren. Warte mal, das kriegen wir hin. Was will ich gar mit Amate dann spielen? Kann ich auch Linksverteidiger spielen? Ne, kann er nicht, ne? Scheiße. Kann der Becker? Kann er auch nicht. Ah, muss Amate heute auf der anderen Seite mal spielen. Das ist halt, also, das ist halt einfach. Sorry, ich muss gerade ein bisschen durchrotieren. Linker rechter Flügel. Doch, dann kann geht Coutinho auf die rechte Seite als rechter Flügel, als rechter Mittelfeldspieler. Und dann passt das. Weil dann habe ich zumindest 11 wirklich fitte Spieler. Und brauche nicht irgendwas zu fabrizieren. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. Und los geht's. Es könnte ein absolutes Klasse-Spiel werden. Zwei Teams, die alles geben werden. Zwei Teams, die heute gewinnen wollen. Wir freuen uns auf 1. FC Köln gegen Schalke 04. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Willkommen hier im Rhein-Energie-Stadion. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1. FC Köln gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. So, das war die Aufstellung der Kölner. Bin mal gespannt, wie es wird. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute.
Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Hier sehen wir die... Im Stadion war ich tatsächlich auch schon öfters in Köln. Ich komme ja eigentlich aus der Ecke dort, und da ist klar, dass man das eine oder andere Mal schon da war, auch damals bei dem Pokalspiel der Schalke, wo die in Köln ja gewonnen haben, nach Elfmeterschießen damals. Na gut, das ist auf jeden Fall die Aufstellung, die heute hier 3 Punkte holen soll. Nach diesem Sieg im Unterhaching, im 4. jetzt in Folge, wollen wir natürlich hier, oder 3. war es ja, Kubilanski. Könnte jetzt was werden. Ja, schön gelöst da. Ich weiß, dass ich den Außen auf die Außenbahn sitzen muss, und die erste Riesenchance durch. Durch Richter. Ja, der war ganz knapp vorbei. Also so kann man schon mal mit einem ersten Versuch starten. Gut, Tutsche. Heute mal nicht als Stürmer, sondern als... Das sieht durchaus vielversprechend aus. Rechtsaußen unterwegs. Bringt den Ball jetzt, ah, der Weg war gut, aber... Nur zum schlechter Alario, der Top-Torjäger gegen Unterhaching, wird nicht zum Einsatz heute im Pokal unter der Woche gekommen, deswegen... Das könnte was werden jetzt. Ah, schade, Richter. Am ersten kam er vorbei, am zweiten kam er vorbei, aber der dritte war einer zu viel. Also Köln muss auch ein bisschen was tun. Die wollen ja nicht ganz unten reinrutschen, und die Schalke ein bisschen was gewinnen, vor Dortmund zu bleiben und zumindest diesen 3. Platz zu safen. Aber mal gucken, wie es halt wird. Los geht's. Kubilanski. Weil ich denke, ja, wie gesagt, wenn es möglich ist, nächste Saison in der Europa League oder in der Champions League zu spielen und dann die Kohle mitzunehmen in der Saison. Mal gucken, was halt drin ist, ne? Und nach wie vor sind wir halt Aufsteiger. Abseits, ja. Ja, war auch richtig die Entscheidung. War auch richtig. Alles ist gut. Aber man kommt so zwar wieder mal über die Außenbahn durch. Und man muss auch sagen, die Schalke und die Kölner, die mögen sich nicht so. Die Kölner haben eine Fettfreundschaft mit Dortmund, und ja, wie die zu uns Blauen stehen, weiß man, glaube ich. Und die erste nächste große Chance, oder die erste überhaupt die Chance für Köln. Und ich weiß ja, wie es gegen Mainz zum Beispiel ausgegangen ist. Und dann ist Schwollo da und verhindert das Führen zu der Kölner. Die jetzt deutlich besser im Spiel sind. Ecke kommt. Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball, ja, Bella Kotschap. Becker. Und jetzt gib ihm da aber die Außenbahn. Kein Abseits diesmal. Und dann läuft Kubilanski frei. Und dann ist es das 1-0. Und es zählt nicht. Es war Abseits. Es war Abseits. Ich guck drauf. Gefühlt nein. Doch, war. Scheiße. Ich dachte, der wäre hinterm Ball noch gewesen. Dann wäre es nämlich keins gewesen. Aber ist nicht das 1-0 durch Kubilanski, sondern... Ja. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde ja so gerne noch einen 10er holen. Aber... Naja. Gucken wir, kommen wir. Ich will ja Olmo unbedingt haben von RB. Als 10er. So, dann haben wir jetzt Lukas Alario. Von dem ist mir gar nichts zu sehen. Gib ihn doch nicht auf den Sack heute. Ah, Mangala, der den oben weg schnappt, und ja. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Jetzt der Ballverlust. Jetzt haben wir ihn. Kubilanski. Oh, da ist einer frei, und den sieht er auch. Kutucu. Ahmed Kutucu. Nächste Riesenchance, mal was zu probieren. Aber Horn ist immer noch da und hält und hält und hält und hält.
Oh, Latte! Und Tor! Und es ist... Was ist das? Bella Kotschab, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Müsste die 37... Ne, 33. Malik Ciao. Der sich ja wieder festgespielt hat da hinten drin. Erst der Lattenkopfball von Amatei und dann ist es der zweite Innenverteidiger, Malik Ciao. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mit dem genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Mit dem Tor. Ja, konnte beide konnten nichts halten. Wieder Horn noch, der Fastrat auf der Linie. Und damit steht es 1-0. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Tor Nummer 1. 39. Minute. Na ja, gut, gell. Ja. Ja, es hat sich aber auch nicht angedeutet, ne, dieses Tor. Gut, es war das, das vermeintlich 1-0 durch Kubilanski dabei. Kruse, den muss man auf dem Schirm haben und dann hat er. Ciao. Ah, den sollte eigentlich lang gehen, hinten auf die Außen, auf die Rechtsaußen, auf Kutucu, aber... kam nicht durch. Und dann ist es Pause, 1-0 für die Gäste hier. 1-0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nach diesen ersten 45 Minuten noch keinen späteren Sieger ausmachen. Ja, da muss man generell vorsichtig sein, aber natürlich ganz besonders... in so einem engen Spiel. Chance absolut gleich für beide. Ja. Also es war nicht schlechter Spiel. Auf jeden Fall die erste Halbzeit der Kölner. Oh, Hoffenheim liegt hinten. Na gut, das ist gar nicht so schlecht eigentlich für uns, weil so wie gerade die Zwischenende sind. Gut, Hoffenheim 0-1, okay. Dortmund führt auch 2-0. Naja, mal gucken. Ja, wir schauen mal, wie die zweite Halbzeit wird. Schalke liegt hier vorne, war ein guter erster. Und wenn wir uns wirklich komplett in der Spitze investieren, dann müssen wir sowieso in der nächsten Saison. Müssen wir sowieso spätestens zur vierten Saison müssen wir noch ein bisschen was tun. Wenn es überhaupt gibt. Gut, tut schon. Sauber vom Ball getrennt hier. Müssen wir ein bisschen was auch auf dem Transfermarkt tun. Dann müssen wir, wie gesagt, unseren Olmo wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber die Frage ist, wie bringt der? Wer geht noch? Wer kommt noch? Naja, gucken wir mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann ist es nicht das Tor für die Kölner. Da wäre auch noch was drin gewesen. Und das ist genau das, was ich meine. Da sind auf jeden Fall so ein Gegner dabei, der ein bisschen gingelt. Und die Kölner tun ein bisschen was. Und dann ist es jetzt Nassim Bujelab, der jetzt durchgehen kann. Nassim Bujelab. 2-0. Alario. Yes! Einfach ein bisschen Ruhe wieder reinkriegen. Einfach wieder mal ein bisschen in diese Unruhe, ein bisschen was tun. Aber es ist wieder ein Abpraller. Bujelab, der sich hier durchsetzen kann, gegen zwei. Und dann kann Horn noch einen ersten halten, aber der zweite ist nicht mehr machbar. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Also, 55. Minute. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Und da steht 2-0. 13. Saisontor am 10. Spieltag. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. 19. Lukas Alario. DFC hier in der Vorwärtsbewegung. Ja, Nandes. Der was probiert. Der aber ein bisschen Glück hat, dass er den Mann noch kriegt. Zweite Flanke, nicht ungefährlich. Und nichts, wieder nichts für Köln. Sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. So, Ball kommt. Jawohl, der war gar nicht so schlecht. Der war gut, das Ball. Kein Abseits. 3-0. Den siehst du über 60, 55, 60 Minuten nicht. Und jetzt hat er Doppelpack. Schnell
können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Die Nummer 19, Lukas Alario. Also, 3:0. So eine eindeutige Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Wobei die Kölner das gar nicht so schlecht machen. Sie haben ja die ein oder andere Situation. Wo der Schwole das Ding hält, da hätte es auch durchaus 1 oder 1 stehen können für die Kölner. Das gelingt eben vor allem. Also, naja, mal gucken. Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Richter. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. 68. Minute. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem ist die Schalker. HSV zu Hause. Ja, es geht gegen den HSV im nächsten Bundesligaspiel. Und das klingt nach einer wirklich machbaren Aufgabe. Vor allem, weil die Hamburger momentan ein bisschen in der Krise stecken, deswegen wäre es vielleicht gar nicht so unwichtig, hier auch was mitzunehmen heute. Und Köln ist zwar nur 13., aber die tun sich, die machen es heute echt gut. Glück gehabt! Kurtucu! Interessante Info, danke schön dafür. Wartet erstmal ab, vielleicht. Kurtucu! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ah! Da war eine gute Situation mit dabei. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Mann! Ja, Köln probiert jetzt ein bisschen was aufzubauen nochmal. Der nächste Ball, da sind zwei Mann drei frei da außen. Und da haben sie den Ball. Und ciao. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Er steht gut und bisschen hat den Ball. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Ja, und dann. Ein richtiger Befreiungsschlag. Ja, Ball, erster Ball und Tor. Und nein, nein. Becker. 8 Minuten jetzt noch. Ah, Kutucu kommt nicht vorbei an dem Jakobs, der da es gut wirklich gemacht hat. Ja, die sind alle ein bisschen platt, ne? Ja, wir haben es bisher relativ locker gut gekriegt. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. De Jong ist das. Kruse. Das war eng, aber er hat gut gemacht. Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest. Und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Mangala. Ah, der ist so und weg. So, und jetzt kommen sie alle noch mal ein bisschen, noch mal der Wechsel. Die letzte reguläre Spielminute läuft. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Viel mit Auge. Boston, macht er hier noch mal was? Postschuss. Nö, macht er nicht, schade. Und das ist die Endschaft. Nicht 4:0, sondern 3:0 wollen können. Aber Hauptsache die nächste Runde, den Sieg geholt, die nächsten 3 Punkte. Hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Also, ciao, kurz vor der Pause, dann Alarium und Doppelschlag. 3:0, 3 Punkte, Feierabend. So. Ja, verdient war es auf jeden Fall. Wir haben. So, unsere Ziele sind gefährdet. Jetzt sagt er mir schon die ganze Zeit. Guck, was haben wir denn immer für Ziele? Jugend, da kann man die Position verteidigen. Ach, das willst du haben. Warte mal, ich guck mal gerade in der Jugendakademie, bevor hier irgendwas kommt. Hab ich irgendwo was? Warte mal.
Jugendstab. Finde Talente für deine. So, dann gehe ich. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Region aus in Mitteleuropa. In der Schweiz sind nochmal das durchaus Talente. Gehen wir mal auf die Defensivstück. Dann holen wir uns noch einen. Haben wir nochmal einen Fünfer? Ja. Ja. So, du bist Niederländer, das heißt, du kannst in den Niederlanden auf jeden Fall nochmal ein Netzwerk aufbauen. 9 Monate. Auch defensiv stark. Die haben ja auch gute Verteidigung immer. Gute Verteidiger, die Holländer, ja. Genau. Haben wir nochmal einen, der irgendwas bringen kann? Ah, ich habe nur 2. Okay. Nicht schlimm, alles gut. Mal ein bisschen was bringen. So. Gut, dann mache ich Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Ligaspiel. Soweit kann ich gerade noch nicht sehen, wie weit es geht. Wir nehmen es aber mit, was kommt. Ah ne, genau, HSV ist der nächste Gegner. Ja, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge.